Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar, alias der Dieb der Konkette, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und vor wenigen Tagen ist Hans Laser auf mich zugekommen und hat gesagt, ey Gunnar, ich habe eine neue Single rausgebracht. Wir haben eine neue Single rausgebracht, Panic 84 and 85, mit einem offiziellen Musikvideo. Hast du nicht Bock, da reinzuhören? Und natürlich habe ich Bock, wenn der Hans Laser auf mich zukommt und so eine Frage stellt. Na klar, und was mir gleich, bevor es losgeht, ich weiß nicht, ob das vorher schon angekündigt wurde, auf jeden Fall stammt der Song von ihrem kommenden Album Power Strike, was nächstes Jahr, also 23, erscheinen soll. Habe ich mega Bock drauf, denn wir hatten ja vor einiger Zeit, ist schon einige Tage her, The Flame gehabt von Hans Laser, Alien Slam, einen absolut geilen. Das Genre nennt sich ja selbst Action Metal, ein übelst geiler 80-90 Motivation Song, irgendwie sowas in der Richtung. Feiere ich total, höre ich so gut wie täglich, wenn ich Sport mache, höre ich diesen Song auf jeden Fall, weil der einfach so geil ist. Der erinnert mich so an diese alten Filme wie Rocky, Karate Tiger, wo es halt immer diese Trainingsmontagen gibt und dazu einfach so eine Musik, mega geil. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob Hans Laser Alien Slam das geschafft hat, mit Panic 85 wieder einen neuen Song zu kreieren, der einfach geil ist, der sich ein bisschen von der Masse abhebt. Bin ich sehr gespannt. Er selber hat gesagt, der Song ist anders als The Flame. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ihr hoffentlich auch. Und deswegen gehen wir direkt rein ins Video. Ich hab Bock und ihr hoffentlich auch. Man sieht, ich habe geschafft, mich zu verbessern. Ja, also man sieht, es ist bereits alles groß. Alles klar, Leute, legen wir los. Ich hab Bock. Panic 85. Los geht's. The kids that listen to this music are killing themselves and each other because of it. Bevor es losgeht, ich liebe ja dieses Video, ja, dass man hier einfach irgendwelche Filmschiffe nimmt und dann zum Beispiel diese Brille aufsetzt hier. Es sieht aus wie die Brille von Bret Hitman Hart, dem Wrestler. Und das Ganze hier so auf alt macht, finde ich total geil. Liebe ich total. Sehr geil. Übrigens, ganz stark. Ich weiß, dieses Logo ist so hammer, hammer geil. Feier ich total. Beste Logo, was es gibt. Da ist einfach alles drin, was ich liebe. Schön tief, aber diese leicht ich habe gerade irgendeine, erinnert mich so vom Soundstil so ein bisschen an, ja, ich an Eisbrecher, irgendwie habe ich Eisbrecher gerade im Kopf, ich weiß nicht warum, diese übelst harten Riffs und jetzt dieses leicht ist das Synthwave, weiß ich nicht. Aber ich bin so ein bisschen ein Eisbrecher. Jetzt lassen wir da mal ein bisschen laufen hier. Ich mag die Stimme, Hans. Das ist ja geil. New Satanic Skandal Band. Sehr gut. Sehr gut. Yeah.
Ich mag, wie sie diese Videos machen. Ich finde das total geil. Wir haben am Anfang, glaube ich, als das Logo von Hans Laser eingeblendet wurde, glaube ich, war ja Metallica im Hintergrund. Jetzt haben wir gerade Dio gesehen, dann die ganzen Pentagramme, die Nonnen. Ich finde das total cool. Ich finde das halt geil, dieses Geflackere, wie man es halt wirklich von damals noch kannte. Herrlich. Ich feiere sowas. Ich feiere diese Art von Videos, wie die gemacht sind. Finde ich super geil. Und vor allem, dass man sich selber so als satanische Metalband bezeichnet. Aber. Physiker haben wir noch? Ich glaube nicht, wa? Schade. Ja, das ist schade. Das war Hans Laser AM Slam mit Panic 85 und ja, der Song ist tatsächlich anders als The Flame. Ich muss auch gleich dazu sagen, The Flame finde ich persönlich besser. Das ist aber Geschmackssache. Wir haben hier auf jeden Fall gefühlt einen etwas härteren Beat, so einen härteren Grund, so eine Grundhärte. Ja, das Video ist top. Das Video ist absolut top. Es ist genau so das, was ich mag, was ich absolut feiere. Ich bin ja auch so ein, ich mag ja auch so Filme 80er, 90er und da trifft es natürlich jetzt perfekt meinen Nerv. Liebe ich total. Auch ein bisschen over the top teilweise, aber auch irgendwie wieder nicht. Es ist einfach, ja, es ist so ein perfekter Mix aus allem. Wir haben ja hier, ihr wisst, mein Englisch ist nicht so berauschend, aber hier scheinbar schon so, ja, mit Götter, also mit Gott, dem Teufel, der Musik und irgendwie sowas. Fände ich ganz interessant. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, weil das Genre heißt ja Action Metal, aber es ist halt auch eine andere Richtung. Und ich finde es gut, wenn man sagt, wir versuchen uns mal ein bisschen anders. Wie gesagt, der Sound hat mich. Ich habe die ganze Zeit Eisbrecher im Kopf. Ich weiß nicht, ob Eisbrecher jetzt ist auch die Band ist, die ich wirklich meine, aber es ist zumindest im Kopf, weil das der die Grundhärte von diesem Song, die erinnert mich schon sehr an so neue deutsche Härte. Und dann halt dieses Keyboard, wenn es ein Keyboard im Hintergrund ist, dieses ganz dezente, finde ich sehr interessant. Ich mag aber auch die Stimme von Hans Laser, wie gesagt. Es ist ein interessanter Song, aber er kommt für mich nicht an The Flame ran. The Flame hat für mich wirklich noch mehr Kindheitsvibes, noch mehr 80er, 90er Jahre Flair. Das heißt aber nicht, dass Panic 85, den wir gerade gehört haben, irgendwie schlecht ist oder sowas. Um Gottes Willen. Also ich freue mich richtig hart auf das Album Power Strike von Hans Laser Alien Slam. Ich hoffe, da kommt man nochmal auf mich zu, wenn es soweit ist. Würde ich nämlich total feiern, weil ich finde diese Band großartig. Ich mag die, ich höre die wirklich fast täglich beim Sport. Ja, ich mache Sport, ja, nur mal so als Information. Und ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Ob sie sich noch mehr austoben werden auf diesem Album, sich noch mehr, ja, quasi, wie sagt man das, noch mehr ausprobieren wollen oder ob man sagt, wir versuchen eine Linie zu finden und bleiben dann auf dieser Linie. Bin ich sehr gespannt. Da habe ich auf jeden Fall mega Bock. Ihr hoffentlich auch. Ihr findet den Link
zum Video nochmal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Ganze in Ruhe angucken, anhören, ohne mein Gesabbel dazwischen. Den Link zu Hanslaser Alien Slam ebenfalls supportet diese Band, die ist absolut großartig. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.